Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Stream. Was spielen wir? Little Nightmares. Live mit dem Zwergenfürst. Nachdem es am letzten Sonntag ein bisschen in die Hose gegangen ist, nachdem mein altes Headset den Geist aufgegeben hat, habe ich mir jetzt ein neues Headset besorgt und klinge deshalb hoffentlich jetzt atemberaubend. Ja. Und jetzt haben wir ja gleich Action. Jetzt müssen wir ja gleich mal rennen. Wir gehen das Rennen noch gleich mal sprinten. Ah. Okay. Uah. Durchdach, da müssen wir es ducken. Gleich Action, gleich am Beginn des Parts. Wenn euch was stört, schreibt es in den Chat. Ich meine, du Mann, der hält sich da sowieso immer zurück. Der beschwert sich nie. Aber ja. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen sprinten. Denn Lars wird sich beschweren. Ja, ja. Gut, das mit dem Sprinten. Der wievielte Stream, der wievielte Part ist das jetzt schon? Oh Mann. Ich muss ducken. Und weiter. Oh Mann. Käfig hoch. Klettern. Und jetzt komme ich eigentlich nicht weiter. Verdammt. Irgendwie muss ich da weiter. Okay, vielleicht an die Luke ran. Okay, ja, Save Point. Da muss ich hoch. Auf jeden Fall muss ich hier hoch. Und dann kann ich hier irgendwo hoch. Kann ich an die Luke ranspringen. Kann ich mich hier rein verstecken, während er sucht. Okay, jetzt hier hoch. Oh Mann. An die Luke komme ich nicht ran, oder? Vielleicht muss ich das Gitter hier verschieben. Nein. Der kriegt mich. Wie komme ich denn an die Luke ran? Der greift dann nach dem Gitter. Okay, das wird nix. Oh wei. Du kriegst mich nicht. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Komme ich da irgendwie hoch? Da irgendwie an die Luke ran. Da kommt Six. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Was ist jetzt hier die Lösung davon? Ach, Kacke! Gegriffen. Hier können wir uns wahrscheinlich auf Dauer nicht verstecken. Ja, da greift er uns. Können wir uns da oben ducken oder so? Wie ist das? Können wir irgendwie abwarten, bis der... Müssen wir das Gitter irgendwie da wegziehen. Den Käfig, den er dort zwischen hat, den müssen wir wahrscheinlich wegziehen. Während der hier oben lang greift. Und greif du mal hier. Ich versuch mal was. Ah, okay, da komme ich nicht lang. Ich sterbe jetzt hier wieder 100 Male. Aber ja, das ist jetzt hier. Vielleicht muss ich irgendwie das, ihm das Gitter wegziehen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Ich kann mich auch an die Luke ran. Komme ich an die Luke ran? Irgendwie. Dann müsste ich hier das Gitter verschieben können. Kann ich nicht. Ja, zum Rätsel lösen muss man da schon ein paar Mal sterben hier. Okay, die Mülltonne kann ich auch nicht verschieben, oder? Muss die verschieben. Jetzt sehe ich da keine Lösung drin. Kann ich hier irgendwie hoch? Kann ich hier... Na komm!
Irgendwie den Fingern. Also ich, ne, ich hätte wäre da den Käfig wegzuziehen, der den Tür blockiert. Da müssten wir die beiden Arme ablenken und dann während der da rumfummelt elegant zum Käfig rüberspringen. Wäre das eine Option? Ist irgendwie keine Option. Während der hier rumfingert. Dann den einen Finger ablenken, die andere Hand ablenken. Verdammt. Wie kommen wir hier weiter? Soll ich die Trudi jetzt hier mitzählen? Nee, ich glaube, ich lasse die Trudi jetzt mal hier. Für diesen Raum lasse ich die mal aus, oder? Das ist jetzt hier. Sonst haben wir hier bald dreistellig. Und wenn heute mal nicht mitgezählt. So, experimentiere. Theoretisch könnte man doch da drüber springen. Müssen wir doch hier jetzt irgendwie an die Luke festhalten können. Und dann hier weiter. So, wenn die Hand da weg ist. Hier mal hoch. Nee, da können wir nicht lang. Hier. An die Luke ran. Verdammt. Ja. Seht ihr da eine Lösung? Wenn ihr was wisst, was ich hier übersehe, immer gerne in den Streamchat rein. Ja, an die Luke komme ich scheinbar nicht so leicht ran. Kann ich das Tor irgendwie aufsperren? Verschieben hier den das Gitter. Nee, dann werde ich gefangen. Commander, Commander Lars. Kommandant Lars. Habt ihr irgendwie eine Idee? Okay, da oben ist ein Griff, da könnte man theoretisch. Vielleicht können wir da. Nee, so weit hoch kommen wir nicht. Dreckskiste verschieben. Ist auch keine Option. Der griffelt da halt überall lang. Kann man hier irgendwo? Jetzt werden wir gegriffen. Irgendwas sagt mir, ich muss den Käfig da rausziehen. Es wäre halt einfach. Dann hat er seine Finger eingequetscht. In die Luke komme ich nicht ran. Nee, das ist vergeblich. Eine Möglichkeit wäre, so lange ausweichen, bis er glaubt, hier ist nichts mehr und dann abhaut. Andere Möglichkeit ist, wenn er mit seinen Fingern hier überall woanders ist, dann können wir hier in die Mitte und dann hier. Ja, da können wir dran ziehen. Möglich ist es. Wir können dran ziehen oder drücken. Dann müssen wir seine Finger bloß alle beide ablenken. Ein bisschen Zeit haben wir da. Okay, du mal mit deiner Hand da hoch. Und hier, na hier, komm weg. Nimm deine Hand da weg. Das ist nicht gut. Der darf seinen Käfig da nicht anfassen. Okay, am besten hat er beide Arme gleichzeitig in Verwendung. Das ist nicht gut. So, mit der anderen Hand jetzt mal. Und jetzt mal hier ran. Schieben, ziehen. Ich weiß es nicht. Ziehen wahrscheinlich. Eher. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen halt irgendwie schnell reagieren. Vielleicht bleibe ich hier in der Mitte. Was wäre das für eine Idee? Nicht bewegen, während der dann noch hochtastet. Der sieht uns ja nicht und hört uns nicht. Wenn wir es nicht bewegen, dann sind wir hier eigentlich safe. Jetzt müssen wir nur irgendwann die Zeit auskosten, wo beide Arme weg sind. Jetzt zum Beispiel.
Sehr gut. Jetzt habe ich hier einen Stab. Was der mir bringt. In der Mitte sind wir safe. Na komm. Arme weg, Arme weg. Müssen wir nochmal dran ziehen. Das scheint die Lösung zu sein. Nochmal, schreibt Commander Lars. Okay. Nochmal ist, ja, ist gut. Müssen beide Hände erstmal weg sein. Viel Zeit haben wir auch nicht. Na komm, jetzt nicht Zeit verschwenden. Ah, wir werden gegriffen. Was? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Das ist jetzt aber ein Glitch, oder? Das ist jetzt hier... Das hätte jetzt nicht passieren sollen. Ich bin eine Kiste. Haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht. Weil ich gleichzeitig gezogen habe und gleichzeitig gegriffen wurde wahrscheinlich. Das ist jetzt die Sache. Jetzt bin ich natürlich wieder hier. Vor der Sprint-Sache. Wir haben es gleichzeitig geschafft und nicht geschafft. Das war das Ding. Ich war schon am Ziehen und hatte schon... Das hat sich jetzt zu Tode geglitscht. Okay. Und Lars, du hast es gesagt. Nochmal. Ganz im Sinne dessen muss ich nochmal sprinten. So, sprinte. Und hier durch. So. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Stillstehen. Jetzt vielleicht in einem Zug. So, Hände sind beschäftigt. Und greif, 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 greif. Verdammt. Das ist hier schon heftige Action am Anfang des Parts gleich. So, wenn beide Hände beschäftigt sind. Das wird nie passieren, aber... Am besten so die eine Hand da oben am Krabbeln und die andere auch in der Mülltonne rum. Wann passiert das? So, jetzt ist die eine, die rechte Hand krabbelt jetzt in den Müll rum. Also im Trick, im Trickwäscher. Jetzt geht die rechte Hand wieder zurück, die linke geht da hoch. Ich glaube, jetzt. Nein, 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 nein. Okay, wir können noch ausweichen, das ist gut. So, nicht bewegen. Die rechte Hand geht wieder zurück. Okay, vielleicht wenn die rechte Hand da wieder weggeht. Jetzt. Ah, da kommt, greif doch. Greif doch. Ich meine nicht den Hausmeister, ich meine Six. Die soll greifen. Ja gut. Was? Da wurden wir gegriffen. Okay. Nicht so ganz safe. Stell ich mal hier hin. Sind wir hier an der Stelle safe? Nicht bewegen. Okay, hier sind wir safe auf dem Punkt. So, linke Hand da oben. Rechte Hand kommt. Und jetzt. Na komm, na komm, na komm. Was machst du? Was machst du? Okay. Linke oder rechte Maustaste? Ich weiß nicht, welche da drückt. Welche am Ziehen ist. Ich drücke beide.